Das Thema 3D-Druck bekommt in der Corona-Krise eine wichtige Rolle. Tausende Hobbytüftler weltweit können innerhalb weniger Stunden super wichtige Komponenten herstellen und damit Leben retten. Ob das nun Ventile für Beatmungsgeräte sind, spezielle Atemschutzmasken oder auch komplette Beatmungsgeräte aus dem 3D-Drucker, jeder Maker kann helfen. Die wohl einfachste Variante ist das Drucken sogenannter Face Shields. Sie sind mit jedem 3D-Drucker und nahezu jedem herkömmlichen Material wie PLA oder PETG selbst für blutige Anfänger druckbar. Diese Schilde werden vor allem in Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber zum Beispiel auch bei Pflegern, die Hausbesuche machen, dringend benötigt. Im Grunde kann jeder so ein Schild gebrauchen, der berufsbedingt den Mindestabstand nicht einhalten kann und viel mit Menschen zu tun hat. Primär unterstützen sie medizinische Atemschutzmasken. Aus rechtlichen Gründen darf ich hier nicht sagen, dass Face Shields vor Covid-19 schützen. Wir wissen jedoch alle, dass der Coronavirus sich primär über die Tröpfcheninfektion verbreitet und wenige Zentimeter vor Mund und Nase einen Schutzschild zu haben, ja, das wird zumindest nicht schaden. In New York wurde zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit professionell mit der Herstellung ähnlicher Schilde angefangen und ich zeige euch heute, wie ihr direkt nach diesem Video loslegen könnt. Ich persönlich drucke komplett einsatzfertige Schilde. Falls ihr selbst nicht an Folie bzw. Gummibänder kommt oder keine Zeit habt, komplette Face Shields zu fertigen, könnt ihr auch nur die Gestelle drucken und an zentrale Hubs weiterleiten. Ich verlinke euch entsprechende Stellen in der Beschreibung. Nach persönlicher Rücksprache mit zwei Allgemeinmedizinern und unserem lokalen Krankenhaus habe ich mich für drei verschiedene Versionen entschieden. Die einfachste Variante ist diese Version hier aus Schweden. Sie ist super schnell gedruckt und in nur wenigen Sekunden zusammengesetzt. Ihr benötigt lediglich einen handelsüblichen Locher und transparente DIN A4 Folie. Diese sollte zwischen 0,2 und 0,3 mm dick sein. Entsprechende Druckeinstellungen findet ihr auf der offiziellen Seite. Mit dem 140 Euro teuren Mega Zero ohne beheizbares Bett konnte ich dieses Gestell mit Originaldüse in etwa 40 Minuten herstellen. Mit größerer Düse und präziserem Drucker sind Druckzeiten unter 20 Minuten gar kein Problem. Um die Löcher passend in die Folie zu bekommen, müsst ihr euren Locher einfach auf DIN A6 stellen und die Folie im Querformat von jeder Seite einmal lochen. Die vier Löcher passen nun exakt und das Schild ist in 10 Sekunden fertig montiert. Es wird kein Gummiband benötigt, da es durch das flexible Design einfach an den Kopf geklemmt werden kann. Diese Variante hat meiner Erfahrung nach vor allem mobilen Pflegern und Ärzten gefallen, da es schnell aufgesetzt und gereinigt werden kann. Dieses Design wurde mir von unserem lokalen Krankenhaus empfohlen und wird von mir auch derzeit dorthin geliefert. Die Druckzeit liegt mit der Standarddüse bei etwa 1,5 Stunden. Es ist nach oben hin geschlossen und die Folie wird mit einem Klemmmechanismus befestigt. Das Gestell kommt übrigens exakt so aus dem Drucker, man muss lediglich ein Gummiband anbringen und die Folie einklemmen. Das Gummiband wird einfach wie gezeigt eingeschnitten und mit dem Gestell verknotet. Man kann natürlich auch dünnere Gummibänder nehmen, Hauptsache es hält und ist einigermaßen bequem. Apropos, optional kann auch ein Polster für die Stirn angeklebt werden. Haltet da auf jeden Fall Rücksprache mit eurem Abnehmer, denn mit so einem Polster ist die Reinigung natürlich schwieriger. Man kann hier Schaumstoff oder wie ich ein Mauspad zerschneiden und mit doppelseitigem Klebeband an das Gestell kleben. Mein Genius und Sidewinder X1 drucken nonstop nur diese Schilde. Beim Sidewinder habe ich ein größeres Druckbett und hier kann ich 3 Stück zeitgleich drucken. Je nach Modell könnt ihr die Gestelle auch im Slicer stapeln und das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr über Nacht oder während ihr auf der Arbeit seid druckt. Das müsst ihr dann letztendlich für euch selbst entscheiden. Dieses Modell ist von CR3D in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz entstanden. Es basiert auf dem populären RC3-Design von Prusa. Wie schon bei dem schwedischen Modell werden hier ein Locher und Gummiband benötigt. Die Besonderheit bei diesem Modell ist der vergleichsweise große Abstand vom Gesicht und die Tatsache, dass die Folie im Hochformat eingesetzt wird. Die Löcher werden mit Hilfe der mitgelieferten Schablone in die Folie gestanzt. Zufälligerweise kann ich mich bei meinem Locher einfach an dem Gestell orientieren und muss wirklich nichts nachmessen. Da die Folie im Hochformat die Bewegung einschränken würde, sollte sie nach unten hin etwa um 5 cm gekürzt und zu den Seiten hin abgerundet werden. Das Gummiband wird diesmal nicht geknotet, sondern gelocht. Das geht ziemlich easy mit einem kleinen Seitenschneider, der zum Beispiel bei nahezu jedem 3D-Drucker beiliegt.
Versucht erst gar nicht, das mit einem Locher hinzubekommen. Das wird nicht funktionieren. Ich spreche da aus Erfahrung. Auch wenn mir persönlich als Laie die ersten beiden Modelle besser gefallen haben, hat sich zum Beispiel mein Hausarzt für dieses Modell hier entschieden. Er fand es am bequemsten und besonders hat ihnen der Abstand zum Gesicht gefallen. Da beschlägt nichts, für Brillenträger super, der Abstand zur Nase ist etwas größer. Jeder hat da tatsächlich seine eigene Präferenz. Falls ihr die Face Shields wie ich selbst lokal verteilen wollt, empfehle ich euch immer mehrere Versionen zu zeigen. Geht nicht eigenständig in Krankenhäuser oder in Pflegeheime oder in Praxen oder sonst wohin, sondern ruft immer vorher an und lasst euch einen Termin geben. Betont, dass ihr eine Privatperson seid und das Ganze kostenlos macht. Gerade in diesen Zeiten bekommen medizinische Einrichtungen sehr viele dubiose Angebote, also seid dann nicht sauer, falls ihr nicht direkt mit offenen Armen empfangen werdet. Wie gesagt, im Grunde könnt ihr jetzt loslegen. Ist wirklich einfach, kriegt jeder hin. Selbst wenn ihr nur wenige, 3 Schilder oder so drucken könnt, ist das vollkommen okay und man wird es euch danken. Es wäre nur schade, wenn ihr einen 3D-Drucker habt und dieser ausbleibt, obwohl es momentan viel zu tun gibt. Ich packe euch alles an Infos in die Videobeschreibung. Also Links zu den hier gezeigten Modellen, die sind nicht von mir, sondern von den entsprechenden Designer, bekommt ihr dann Thingiverse, beziehungsweise Links zu offiziellen Seiten, Infos zu zentralen Organisationen, die da also Berichte, alles, was euch zu diesem Thema eben interessieren könnte. Außerdem findet ihr dort Affiliate-Links zu den von mir verwendeten Materialien und außerdem eine Top 5 der von mir empfohlenen 3D-Drucker. Wenn ihr über diese Links kauft, bekomme ich eine kleine Provision und dann helft ihr mir bei der ganzen Geschichte. Ja, wenn ihr die finanziellen Kapazitäten für einen neuen 3D-Drucker habt, könnt ihr natürlich immer gerne einsteigen. Also es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit als diese hier. Im angepinnten Kommentar findet ihr außerdem aktuelle Neuigkeiten zu diesem Thema. Das heißt, wenn es jetzt ein richtig krasses neues Modell von Prusa oder sowas gibt, packe ich das dann da auch noch mal rein, dass ihr da up to date seid. Ich werde jetzt nicht jede Woche ein Video dazu machen. So, das war es auch schon wieder. War mir persönlich sehr wichtig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht mit, bleibt gesund und auf jeden Fall bis bald. Haut rein. Peace.